Gerade bei Angsthunden ist es oft wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir sie zu Hause unterhalten oder beschäftigen können, weil draußen einfach noch alles zu gruselig ist, zu aufregend ist und die Hunde gar nicht so richtig mit uns mitmachen können. Und manche Angsthunde können noch gar nicht überhaupt mit uns gemeinsam irgendwas machen. Und auch für diese Hunde stelle ich dir heute ein paar Spiele vor, die dein Hund ganz alleine machen kann, um mehr Selbstbewusstsein zu bekommen und auch deine Anwesenheit mit was Positivem zu verknüpfen. Aber zuerst schauen wir uns mal an, was eigentlich der Unterschied zwischen drinnen und draußen. Also zu Hause kann ja auch heißen in einem Garten. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich mit meinem Angsthund im Garten was mache oder im Haus was mache. Im Garten ist mehr Ablenkung auf jeden Fall, aber es ist auch mehr Platz. Und das eine oder das andere ist meistens für die Hunde schwieriger. Manchmal ist auch beides schwieriger, das ist ein bisschen doof dort, aber schau dir an, mit was dein Hund größere Probleme hat. Also findet dein Hund die Nähe zu dir gruseliger oder findet dein Hund dich eigentlich ganz okay, aber wenn es ablenkender wird draußen, dann ist Mitmachen schwierig. Danach entscheidet sich, ob du drinnen oder draußen beginnen kannst. Für draußen sind meine Lieblingsspiele Dinge, die Körperbewusstsein steigern, die die Balance fördern, die ein gutes Körpergefühl machen, also Sachen mit Hindernis. Du kannst dabei neben Dinge, die sowieso im Garten rumstehen, wie Schubkarren oder irgendwelche Stecken von Besen und so weiter. Du kannst aber auch, und das gibt es meistens auch gratis, irgendwelche alten Reifen dir besorgen, Paletten, Einwegpaletten, Blumenkübeln, solche Sachen oder auch Ziegeln, so Ziegelhaufen. All das können Dinge sein, wo dein Hund Kekse suchen kann, wo sich dein Hund bewegen kann. Es kommt immer darauf an, wie viel Nähe zu dir okay ist, also ob du da dabei sein kannst oder nicht. Und wenn du dabei sein kannst, dann gehen natürlich auch Tricks, wie zum Beispiel Medical Training. Das wird dir auch bei der Pflege und auch bei tierärztlichen Behandlungen helfen. Und das ist was, das gibt den Hund sehr viel Selbstbewusstsein, weil sie dann einfach Kontrolle über die Situation gibt und über ihren eigenen Körper. Genauso Schnüffelspiele. Schnüffelspiele dazu musst du nicht unbedingt dabei sein, aber es ist natürlich einfacher, wenn dein Hund sich nicht wahnsinnig vor dir fürchtet. Das heißt, auch das kannst du draußen oder drinnen machen. Kannst deinen Hund dabei Gerüche unterscheiden lassen, kannst deinen Hund dabei Kekse suchen lassen. Alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Und natürlich kannst du auch drinnen Hindernisparcours aufbauen aus Sesseln, aus Leintüchern, aus verschiedensten Sachen. Dazu kann ich dir auf jeden Fall spaßmithund.de empfehlen oder auch das Buch von Christina Sondermann. Und wenn dein Hund nichts mit dir zu tun haben möchte, noch nichts, dann kannst du deinem Hund auch Dinge geben, die er selber machen kann. Dazu können zum Beispiel Schnüffelteppiche, Schnüffelboxen und das einzige Wichtige dabei ist, dass dein Hund das nicht, das Material halt nicht frisst. Ja, also schau, beobachte so ein bisschen aus den Augenwinkeln oder über eine Kamera, wenn sich dein Hund gar nicht raustraut, wenn du in der Nähe bist, was er damit macht. Und wenn er die Sachen wirklich als Ganzer frisst, dann kannst du ihm was anderes anbieten, zum Beispiel zum Kauen oder zum Flecken oder so. Aber das sind Sachen, die kann dein Hund sehr schön alleine machen. Und du brauchst nicht im selben Zimmer sein. Trotzdem, wenn du ihm das bringst und dann vielleicht kurz ankündigst und den Namen sagst oder ein Markerwort sagst, dann kann dein Hund schon mal deine Stimme und seine Anwesenheit mit etwas Positivem verknüpfen. Und wenn du wissen willst, was du mit deinem Hund auf dem Spaziergang machen kannst, um ihm mehr Selbstbewusstsein zu geben, schau dieses Video.